Günstig mehr am Hören von uns. Ich habe mir erklärt, in Oberösterreich war er halb daheim und ja, das bringt er nicht aus seinem Schell raus. Aber wenn es der Rode früher ist, dann ist es ein Dankes. Ich übergebe jetzt den Christian mal, aber der ist besser mal drin, als wie der gerade mal nicht schickt, weil bis 60 habe ich auch so eine Heime gekriegt, nicht einmal, weil ich auch was vergessen habe bei den Wettkämpfen und der Heil ist. Unsere Gruppe ist aber ein vergessen, ich habe mal Applaus. Die Feuerwerk aus Gerhaus, die Wettkampfgruppe Nummer 2. Wir sind die Altersseher, das heißt, wir sind schon in einer Wertung, wo man in der B-Klasse heißt, mit Alterspunkten werkt. Darum, Heli, danke für deine Alterspunkte. Und wir dürfen uns natürlich bei dir, lieber Jubilar, recht herzlich für die Einladung bedanken. Du hast gesehen, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und sind gekommen in einer vollen Besatzung von einem Löschfahrzeug von einem Alter. Vielleicht ganz kurz, der Helmut kommt ja, wie es alle wisst, aus Oberösterreich und dieser Orser, die taktische Bezeichnung von einer Löschgruppe im Wettkampf, das wir heute da eigentlich darstellen, ist in Oberösterreich der Orser. Und das ist immer ganz lustig, der Heli mittlerweile schon fast über 10 Jahre bei unserer Altersgruppe in der Feuerwehrgebung dabei und wir sind echt stolz, dass wir die unter unsere Reihen haben. Verwechselt das immer mit Orser und mit Niederösterreich tun wir wieder verwechseln. Und darum ist der Orser da. Und was ich da umhängen habe, und der Frenke, unser Trainer, wo ist er jetzt? Der Führer da. Es ist halt nichts ungeschoren. Wenn man bei Übungen oder vor einem Wettkampf einen Fehler macht, und da schon ein wenig vergesslich ist mit Alter, das wird beinhart dann aufs Leibwerk gedrückt. Und der Frenke hat vor ein paar Jahren, da muss man im Wettkampf natürlich, wenn das Wasser am Arsch passt, muss man einen Spindel auftauen, dass das Wasser zum Sträuber kommt. Das hat der Trainer vergessen, wenn man weiße Punkte gibt. Was hat er für ein Leibwerk gehabt zur Erinnerung? Ein Niederschlag, die das immer wartet, dass man auftauen muss. Was hat der Heli heute gekriegt? Der Streuer. Und der Heli vergisst leicht, ein Streuer zu mitnehmen. Und beim Wärter steht er draußen und sagt, seid ihr deppert, ich mein Streuer gehört schon zum Feuerwehrmann dazu. Der Heli kommt zurück, nimmt den Streuer auf und sagt, das kann man vergessen. Heli, für dich ein Strahlrohr zum Umhängen in Zukunft, dass man keine Föhlerpunkte mehr kriegt. Das ist genauso alt wie ein Tuhelm. Ein Streuer und der Heli unterschrieben von uns. Er sagt immer zu unserer Gruppe, hey Männer aus Flacke, was habt ihr denn da wieder für einen Scheiß gemacht? Weil er hat mir einen Scheiß gemacht, nicht? Hey Männer aus Flacke. Und deswegen, ihr seid das Männer aus Flacke, er ist unsere oberste Flacke und auf das sind wir wirklich stolz und ja, wir sagen auch nur Danke und gratulieren. Aber was schenkt man Helmut? An Helmut kann man eigentlich nur als Feuerwehrkameradschaft wünschen, Kameradschaft, die er uns gibt und weiterhin, dass wir die bitten, dass du treu unserer Feuerwehr beistehst. Und du organisierst schon seit Jahren für unsere Gruppen die Skifahrt. Das war heuer wieder ein Wahnsinn, er war leider nicht dabei, weil, naja, oder Gott sei Dank, aber die Familien feiern im Hause wenig Wiesen und Zahlen sind ja fast jetzt hoch, wenn somit waren dann auch verhindert. Er hat das für uns heuer wieder top organisiert und dafür danke. Und wir möchten einfach nächstes Jahr wieder miteinander in der Gruppe so ein Erlebnis haben, die Gott sei Dank wird hoffentlich Zeit finden, aber als Vorgeschmack schon, machen wir ein Trainingslager natürlich unweit von da und schenken dir einen Gutschein für ein Vortraining in Kirchbach. Die haben nämlich heuer auch 50 Jahre Kirchbach gehabt. Bitte Trainer, übergebt den Gutschein.
extrem Skifahren für unsere Wahnsinnsgruppe, ja, in Kirchberg. Die Schwiegermutter möchte aus. Ja, ich glaube, er muss uns das Rohr daheim lassen. Das drum vergiss das. Gut, ich werde das. Das müsst ihr hier ausmachen in der Familie. Ja, aber. Und fort auf dem Leiberl an vorderster Stelle sind in Wikis Schrift verfasst, wo eigentlich alle Männer in der Gruppe sind, nur Männer, wie gesagt, die schon mit Spitznamen in dieser Gruppe seit, glaube ich, 15 Jahren rennen wir schon in Groß-Gerlitz mit 3 Wettkampfgruppen, ehrlich gesagt, 30 Leute nehmen unseren Job eigentlich auch noch in der Freizeit für so einen Fan. Und für das sind wir so stolz. Und da kennen Sie auch mir, die 2 Gruppen, die alle sehr stolz bin, Heli. Und gratulieren. Danke, so viel. Ja, stop.